Amtsantritt von Niko Kovac, 46. Der Kroate wurde am Montag um 11 Uhr offiziell als neuer Trainer des FC Bayern in der Allianz Arena vorgestellt. Dabei machte der Ex-Frankfurter deutlich, dass er fest mit dem abwanderungswilligen Stürmerstar Robert Lewandowski, 29, plant. Kovac: Mit Lewa habe ich telefoniert, ihm meinen Standpunkt mitgeteilt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Er ist ein Weltklasse-Stürmer, der viel geleistet hat für den FC Bayern und in Zukunft noch sehr viel leisten wird. Serge Gnabry trug bei seiner Vorstellung dieses auffällige Gucci-Hemd-Foto. Bongards Getty Images: Der Pole will trotz Vertrags bis 2021 in diesem Sommer wechseln. Keine Chance. Das haben ihm die Bosse, Uli Hoeneß, 66, und Karl-Heinz Rummenigge, 62, schon klar gemacht. Jetzt auch Kovac. Der Trainer: Wir gehen nicht davon ab, dass Robert Lewandowski nächste Saison bei uns spielt. Ich habe ihm gesagt, wie wichtig er ist. Jeder Mensch braucht Wertschätzung. Egal, wie erfolgreich er ist. Das Telefonat war nicht lang, aber auf dem Punkt. Niko Kovac bei seiner Vorstellung am Montag. Foto: Michaela Rehle. Reuters: Klare Kante bei Lewandowski. Auffälliges Outfit bei Serge Gnabry, 22. Der Ex-Hoffenheimer sorgte bei seiner Präsentation mit seinem Poloshirt von Gucci, Kostenpunkt 495 Euro, für Aufsehen, rot-weiße Streifen und Schlangen auf dem Kragen. Dazu trug er einen Gucci-Gürtel. Gnabry erklärt sein Outfit so: Ich habe viele ausgewählte Sachen in meinem Kleiderschrank. Und die Farbe Rot passt gut. Seine Ziele mit Bayern: So viele Titel holen, wie möglich. Übrigens, bei der Kovac-Vorstellung wurde auch das Geheimnis um den zweiten Co-Trainer gelüftet. Neben Bruder Robert, 44, wird ihm ab 1. September doch wieder Heinkes Assistent Peter Herrmann, 66, an die Seite gestellt. Bis dahin hat der Trippelko noch Urlaub. Ausnahme: zwischen 25. Juli und der Rückkehr von der USA-Reise am 30. Juli wird er mit den Nationalspielern an der Säbener Straße trainieren. Kovac erteilt seinen WM-Stars damit noch eine Woche extra Urlaub und erspart ihnen die Reisestrapazen.